Crisis, what Crisis? Zweite Staffel, Folge 7. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 6, Verbündete benennen. Herzlich willkommen bei Crisis, what Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Herzlich willkommen zu Crisis What Crisis und unserer Themenreihe Das Schiff klar machen. Diesmal schauen wir, dass wir die richtigen Verbündeten bekommen, die uns nicht nur durch die raue See, sondern generell zum Erfolg führen. Uwe, was ist denn so mit so einer Mannschaft zu berücksichtigen? Ja, also Verbündete benennen, da werden jetzt viele fragen, hey, in der Seefahrt, was hat denn der da für Verbündete, wenn er mit seinem Schiff da alleine über den Teich dümpelt? Aber man ist ja nirgends alleine auf dieser Welt. Und gerade wenn ich in schwieriger Situation bin, dann ist es ganz gut. Wir hätten es auch nennen können Freunde oder Partner oder Allianzen oder Pakte oder wie auch immer man das Wort über Verbündete übersetzen kann. Und jetzt ist es so, wenn wir nicht andere in der Nähe haben für uns, die wir für die Erfüllung unserer Aufgabe brauchen, dann werden wir es schwer haben, unsere Aufgabe überhaupt wahrnehmen zu können. Das ist so. Und wann entscheidet sich so etwas? Nicht in der schwierigen Situation, sondern lange vorher. Wir haben es vorher, wir haben Menschen, wir haben Institutionen, wir haben Organisationen, wir haben Einrichtungen, auf die wir uns verlassen können. Und wo wir nicht verlassen sind, wenn wir sie denn dann wirklich brauchen. Ja? Eine Versicherung schließen wir ab in dem guten Glauben, in Treu und Glauben und in der Hoffnung, dass wir sie nie wieder brauchen. Ja? Also wir wissen es nicht und es entscheidet sich dann erst, wenn wir die Versicherung brauchen, ob die Versicherung gut ist und ob sie dann auch zahlt. Und genau das Gleiche passiert uns auch auf See oder in unserem Unternehmen, dass wir sagen, wir brauchen Allianzen, wir brauchen Netzwerke, wir brauchen ich benutze mal einen ganz, ganz schlimmen Begriff, der lange Jahre durch Deutschland gewabert ist, Seilschaften. Ja? Aber Seilschaft, du kennst das besser, ja? In der Seilschaft, wenn ich da hänge am Berg, muss ich mich auf jeden verlassen können, zu 100%. Und wann mache ich das? Wann übe ich das ein? Doch nicht, wenn ich abstürze, sondern lange vorher. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass ich in dieser Seilschaft im Seil dann auch hänge, wenn mir das extreme Ereignis um die Ohren fliegt. Ich glaube, dass es ungeheuer wichtig ist zu wissen, ich kann mich darauf verlassen. Und das ist das, diese Verbündeten benennen, heißt einfach, ich muss in jeder Situation, in jeder Lage, in jeder noch so schwierigen Aktionen in meinem Unternehmen wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn es schwierig wird. Und im Privaten kann man das sagen für sich selber, dass ich, fragt sich jeder einfach mal in der Runde, wie viele Freunde haben wir eigentlich? Und dann denkt man, boah, ich habe aber 100.000 Follower. Sind Follower Freunde? Nein. Ja? Wie viele Freunde hast du wirklich? Und davon haben wir in unserem Leben nicht viele echte Freunde, die, wo es dann auch wirklich, wenn es spitz auf Knopf kommt, ich ganz genau weiß, der fängt mich auf, der hilft, der unterstützt mich. Und genau das Gleiche brauche ich auch in der Familie. Das Gleiche brauche ich aber auch unter den Kollegen und im Unternehmen. Das 360-Grad-Prinzip bei Lieferanten, bei den Banken, bei meinen Kunden, den Abnehmern, bei allen Partnern, die ich so habe, von der Logistik bis hin zur, keine Ahnung. Und jetzt ist das ungeheuer Wichtige, was wir da brauchen. Und wir sagen immer kongruente Netzwerke. Wir bauen also in Zeiten aus kleinen Netzwerken immer größere Netzwerke.
Und die müssen, heutzutage neumodischer Begriff heißt dann Stresstest, die müssen so einem Stresstest ausgesetzt werden können und diesen Stresstest auch bedienen können oder bewältigen können. Und hinzugehen, und wann mache ich das? In Friedenszeiten, in guten Zeiten. Also ich sorge dafür, in guten Zeiten, dass ich genügend Freunde, Partner, Netzwerker, Seilschaften habe, die mich dann in so einer Situation auffangen. Du sagst ja, es ist wirklich im Vorfeld schon die Vorsorge zu treffen dafür. Und wahrscheinlich bemerkst du es ja auch, wenn Teams zusammengestellt werden oder wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden. Häufig ist so dieses Thema, das ähnlich wie ich, das bei sehr vielen vorherrscht und nicht, oh, wer hat etwas, das mich ergänzt oder das meine blinden Flecken vielleicht ausgleicht? So, dann wird es ja erst wirklich ein wichtiger Part. Und ich merke es ja auch häufig in Projektteams, die werden, ja, der ist verfügbar oder der ist immer da oder der stört mir einen Arbeitsablauf, den gebe ich jetzt mal dem anderen ins Projekt. So, da werden ja seltenst Teams zusammengestellt, wo man sagt, die ergänzen sich und da kommt wirklich was bei raus, sondern manchmal knirscht es mehr. Und du weißt es auch aus dem Militärischen, wenn für Sonderkommandos zusammengestellt wurde, da gab es ganz andere Auswahlkriterien als, die sind alle ziemlich ähnlich. Ja, und das muss dann aber auch funktionieren. Ja? Ja. Wenn du so ein Extrembeispiel nimmst, ich mache ein Extrembeispiel aus der Seefahrt. Ja. Wir liegen vor Anker in sehr, sehr schwerer See. Wie auch immer wir da hingekommen sind, sei mal dahingestellt. Eine schwierige Situation, Orkan. Orkan ist also ein heftiger Sturm. Und Sturmfahrt ist dann nicht mehr Sturmfahrt, sondern das ist dann wirklich eine Extremsituation, in die man kommen kann. Einzige logische Schlussfolgerung war, zu lange gewartet, warum auch immer, den Anker zu lichten. Wir müssen jetzt hier weg. Das heißt, wir brauchen in dieser Situation, in dieser Extremsituation, 3, 4 Leute, die vorne aufs Vorschiff gehen und den Anker bergen. Unter extremsten Bedingungen, Wellenberge bis zum Himmel und zurück, übergehende See bis zum Himmel und zurück, nichts zu sehen, nichts zu hören. Zu hören schon, riesige Wellen, Sturm, Orkan. Und jetzt kommt der Augenblick, wo wir das, was wir vorher eingeübt haben, immer wieder unter allen möglichen Situationen und das auch, du hast es vorhin Vertrauen genannt, das Vertrauen da ist, in die Leistung, in die Potenziale dieser einen Gruppe, dieses einen Teams, das sich blind vertrauen muss. Die können nicht mehr miteinander, sie müssen funktionieren. Das heißt, auf die Brücke geholt, den Oberbootsmann, gesagt, Oberbootsmann, such dir die 2, 3 besten Leute aus, die du zur Verfügung hast. Ich brauche auch keine Namen sagen, weil ich genau weiß, er sucht die richtigen aus. Wir machen Anker auf. Und er wusste, was Klarheit in der Rolle, Klarheit in der Person, Klarheit in der Kompetenz und Klarheit in der Methodik. Ja, er wusste, auf was er sich da einlässt, nämlich um die Gefahr, das eigene Leben zu verlieren, Schiff, Ladung und Besatzung zu retten. Das war sein Auftrag. Und seinen Jungs konnte er auch nicht in langen Texten erklären, was wir da jetzt machen müssen, sondern wir machen das jetzt. 1, 2, 3, mitkommen, los geht's. Und es waren keine langen Worte. Ja, und dann ein zweites Team dazu, das brauchte ich dem Oberbootsmann nicht zu sagen, dass dann die Gruppe, wenn etwas passiert, absichert. Und das haben die gemacht. Und die sind nach vorne gegangen. Und der Anker wurde gelichtet. Und als der Anker fast wir hatten so einen Ankerrücken, als er dort lag, im Schweinsrücken lag, kam eine gigantische Welle und hat alle 3 weggefegt da vorne. Alle 3 schwerst verletzt. Was passiert? Team B holt die von der Back, vom Vorschiff. Alle wussten, was zu tun ist. Alle wussten, welcher Gefahr sie sich aussetzen. Alle wussten, dass sie um die Gefahr für Leib und eigene Leib und Seele, dass sie etwas fürs Team tun.
ohne lange zu reden, weil es eingeübt war, weil es vorher trainiert war, weil vorher klar war, wer macht was und weil alle dann ihre Rolle genauso verstanden haben. Und das ist das, ich brauche in solchen Situationen Menschen, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Und das war da so. Die Geschichte geht noch ein Stückchen weiter, aber dazu ist jetzt zu wenig Zeit. Aber das Schiff ist, wir sind in einen sicheren Hafen gekommen. Alle drei haben schwer verletzt überlebt. Und mit einem dieser Gruppe bin ich, das ist jetzt viele Jahre her, schon immer noch befreundet, obwohl er seinen Beruf nie wieder ausüben konnte. Und das ist so diese, und das jetzt, was erzählst du uns da für alte Geschichten? Alte Männer erzählen solche Geschichten. Das ist das, was mich immer wieder vorantreibt, wo ich sage, und das kann man vorher in jedem Unternehmen üben, dass wirklich wir es schaffen, miteinander uns vorzubereiten auf Situationen, von denen wir im Augenblick noch gar nicht wissen, wie sie eintreten werden. Und ich mich dann aber in der Vielfalt der Situationen, auch die ich durchdacht habe, die ich durchlebt habe, die ich geübt habe, die ich trainiert habe, die ich immer wieder auch wiederholt habe, dass ich dann zu einem Ergebnis komme, das positiv ist. Und das kann man in jedem Unternehmen, auch bei kleinsten Sachen. Und gerade jetzt in Corona oder nach Corona oder jetzt das, was auf uns zukommt, ja, im Herbst 2022, im Frühjahr 2023. Das wissen wir ja noch gar nicht, aber wir können schon sehr, sehr viel dafür vorbereiten. Das sind jetzt ja auch diese Extremsituationen. Ich habe dich ja dazu hinein in diese Geschichten, eben aus dem Armee-Kontext raus, den wir haben. Aber auch gerade in der normalen Teamzusammensetzung stelle ich häufig immer fest, dass oftmals sich gar nicht klar ist, nach welchen Motiven handelt denn jemand überhaupt. Also wie ist denn jemand, da sitzt jemand und man sagt, boah, der ist aber irgendwie nicht sehr leistungsfähig, brauchen wir ganz schön lange, weil sein Leistungsmotiv ein ganz anderes ist. Und damit gehe ich jetzt nicht auf die Big Five for Lives ein, sondern es gibt Menschen, die sind unheimlich toll so im Routine-Robusten, also das heißt permanent nach irgendeinem Schema F Sachen abzuarbeiten, da ermüden die nicht, da kommen die in ihren Flow. Wenn du da jetzt aber jemanden hinsetzt, der eher die kreative Ader hat, der verzweifelt, der braucht doppelt und dreifach so lang, der macht da auch Fehler, weil sich der gar nicht darauf fokussieren kann. Was ich häufig auch immer wieder in Stellenanzeigen sehe, Teamfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit in einem klappt auch nicht, weil entweder bin ich hochgradig auf Gemeinschaft oder ich bin auf mir alle nach. Ja. Und also da auch sich klar zu machen, wo soll denn der Schwerpunkt wirklich liegen? Und eine ganz wichtige Sache, was wir in Lehrbüchern immer wieder lesen, was Personaler oder junge Führungskräfte, ja, vom Mitarbeiter zur Führungskraft, und dann gibt es da so ein Thema, was ist die Aufgabe der Personalwirtschaft? Die Aufgabe der Personalwirtschaft ist es, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute zu haben. Mhm. Wenn ich die drei Dinge nehme, dann sage ich immer, oh, boah, ist das ungeheuer schwierig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute. Und das unter der Bedingung von Demografie. Was für eine hohe Verantwortung nicht nur die Personalwirtschaft hat, weil wer ist die Personalwirtschaft und wer wird einbezogen in die Zusammenstellung von Teams, in die Erweiterung von Unternehmen oder den Ersatz von Mitarbeitern im Unternehmen, wer ist da eigentlich einbezogen? Und ich arbeite in einem Unternehmen, da heuert und feuert die Produktion ununterbrochen. Ja, die probieren aus, in der Probezeit übersteht er den nicht gut, brauchen wir neu. Kann man so machen. Kostet einen Haufen Kohle, kostet extra, würde mein schwäbischer Freund sagen, aber es kostet vor allem eins, Nerven und Image. Und es kostet ganz viel Kraft und Energie. Und es führt nie dazu, dass es ein stabiles Team wird. Ja, und deshalb
diese Frage, wer ist Personalwirtschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort unter jetzigen Bedingungen, den richtigen Mitarbeiter zu finden, bei der Demografie, die wir jetzt gerade haben, zu sagen, hey, die Besten zu mir, ich kann sie bezahlen. Ja, nee, das findet nicht mehr statt. Ja, die Besten zu mir, ich kann sie bezahlen, ist kein Kriterium mehr, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Kriterien, weil du von Anzeigen sprichst. Ne? Ich habe so eine Anzeige hier liegen, die finde ich geil, ne? Weil sie ist sowas von dumm und unnütz auch. Weil es ist doch viel diffiziler heutzutage, Menschen zu finden und dann nicht den 100% auf die Stellenbeschreibung passenden zu finden, sondern den vielleicht so auch zu entwickeln. Ja, und dann, oder aber auch sich das Unternehmen entwickeln zu lassen, um Leute, die dann da sind, ne, zu sagen, hey, du bist zwar anders, aber du nützt dem Unternehmen jetzt auch. Also wie ambivalent und wie diffizil wird dieses Thema Personalgewinnung, wir sind ja bei Verbündeten, ne, Personal zu gewinnen und zu binden und zu motivieren, zu bewegen, Dinge zu tun, von denen sie gestern noch gar nicht wussten, dass sie überhaupt wollen. Ja. Und das in allen Situationen, auch gerade in Situationen, die auf uns zukommen, in Extremsituationen. Deshalb die Rolle der Teamleiter in Unternehmen, also die Meister oder die Vorarbeiter oder wer auch immer das Team dann letztendlich gerade an der Basis leitet, die wird exorbitant steigen. Da bin ich ganz fest überzeugt von. Dass diese Verbündeten, wer sind die Verbündeten? Meine Mitarbeiter. Natürlich, ja, du hast das ja auch angesprochen über das Thema Netzwerk. Also ja. Es geht ja auch darum, wen hole ich mir denn vielleicht von extern dazu, weil ja. Der mir weiterhilft. Ist ja. Es jetzt ein Strategieberater, der mir nur dann eine Ausarbeitung hinlegt? Ist es jemand, der mir in die Umsetzungsbegleitung geht? Ist es ein Mentor, der mir Themen, der mich begleitet als vielleicht Unternehmensinhaber oder als CEO? Ja. Auf einem Weg brauche ich Coaches, brauche ich Trainer für meine Mannschaft oder auch für mich selber. Also das heißt, wer ist denn da an externer Ressource und kann mir da weiterhelfen, damit ich ein Stückchen vorwärts komme oder damit ich eben nicht immer wieder an dem gleichen Prellbock auflaufe und festhänge. Ne? Ja, genau so. Also, damit haben wir... Sucht euch die richtigen Verbündeten, sucht euch diejenigen, mit denen ihr euch auch positiv motiviert und nicht die dauernden Bedenkenträger, die euch nur runterziehen. Kritiker sind wichtig, aber sie sollten nicht die Dominanz immer haben. Sie sollten der Korrekturfaktor sein, wenn zu viel Euphorie herrscht. Daniel Kahneman hatte das von einem Kollegen ja mal gesagt, die Prämorte-Methode anzuwenden. Also das heißt, wenn ich so überschwängliche Euphorie-Projektergebnisse erwarte, auch mal zu schauen, was könnte denn passieren, wenn es wirklich schief geht? Oder wie könnte es dazu gekommen sein, wenn wir alles falsch gemacht hätten? Wären wir wieder bei Professor Kruse auch in dem Teil. Also von daher stehen wir an der Ecke und ich glaube, das nächste Thema wird sein, unsere nächste Führen oder? Leben in der Lage. Nee. Nein, das hatten wir schon. Das ist Klarheit in der Lage. Jetzt kommt Leben in der Lage. Führung, ah, genau. Wir hatten Klarheit in der Lage und jetzt kommt dann Leben in der Lage. Also Leben in der Lage. Führen. Bleibt gespannt, wenn wir in der nächsten Episode uns um dieses Thema kümmern. Also, bis dann. Okay. Macht's gut und ciao. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.